Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist Lektion 15 der Vorlesung Makroökonomik. Ich werde die Folien 126 bis 148 von Kapitel 3, das neoklassische Modell, diskutieren. In dieser Lektion werden wir die Folgen von nachfrage- und angebotsseitigen Schocks für die Volkswirtschaft unter den Annahmen des neoklassischen Modells diskutieren. Bisher haben wir gesehen, dass wirtschaftspolitische Eingriffe unter den Bedingungen des neoklassischen Modells unwirksam waren. Weder fiskal- noch geldpolitische Maßnahmen waren geeignet, die wirtschaftliche Aktivität, das Niveau des Bruttoinlandsproduktes zum Beispiel, zu beeinflussen. Deshalb stellt sich nun die Frage, was unter den Bedingungen des neoklassischen Modells passiert, wenn die Wirtschaft von einem Nachfrageschock, einem negativen Nachfrageschock getroffen wird. Kommt es dann zu einem Wirtschaftsabschwung, einer Rezession, ohne dass die Wirtschaftspolitik etwas dagegen unternehmen kann? Um diese Frage analysieren zu können, unterstellen wir im Folgenden, dass die Haushalte eine Verschlechterung der ökonomischen Entwicklung erwarten. Sie wollen deshalb mehr sparen, um für den Fall, dass sie etwa ihren Arbeitsplatz verlieren, Ersparnisse zu haben. Wie die Budgetgleichung der Haushalte zeigt, müssen die Haushalte, wenn sie ihre Ersparnisse erhöhen wollen, ihren Konsum notwendigerweise senken. Also wenn die Ersparnisse größer werden sollen und das Vermögen gegeben ist, wovon wir ausgehen müssen, dann gibt es nur die Möglichkeit, den Konsum zu senken. Wie reagiert nun die neoklassische Volkswirtschaft unter diesen Bedingungen? Ist sie in der Lage, den Rückgang des Konsums aufzufangen oder kommt es zu einer Rezession, einem Wirtschaftsabschwung? Ausgangspunkt der Analyse ist wieder eine Situation, in der sich alle Märkte im Gleichgewicht befinden. Wir haben hier also auf dem Kapitalmarkt den gleichgewichtigen Kapitalmarktzins, bei dem, wie wir schon wissen, dann auch der Gütermarkt im Gleichgewicht ist. Die Güternachfrage ist also genauso groß wie das Güterangebot. Lassen Sie der Einfachheit halber die staatliche Nachfrage nach Gütern im Folgenden null sein, sodass wir den Staat jetzt nicht mehr berücksichtigen müssen. Wir haben dann also eine Güternachfrage, die nur aus zwei Komponenten besteht: Konsum der Haushalte plus Investitionsgüternachfrage der Unternehmen. Was passiert jetzt, wenn die Haushalte plötzlich eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung erwarten und damit zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden? Bei einer solchen Änderung ihrer Erwartung wäre es für die Haushalte durchaus vernünftig, die Ersparnisse zu erhöhen, um etwas mehr Nettovermögen für den Fall anzusammeln, dass sie tatsächlich arbeitslos werden. Wie wir schon anhand der Budgetgleichung der Haushalte gesehen haben, bedeutet dies, dass die Haushalte dann ihren Konsum reduzieren müssen, damit ihre Ersparnisse steigen können. Das müssen wir nun in dieses Diagramm übertragen. Was passiert also, wenn die Haushalte ihren Konsum reduzieren? Wir müssen dann diese Konsumkurve nach links verschieben. Unterstellen wir, dass die Haushalte ihren Konsum um die Länge eines Rechenkästchens reduzieren. Das heißt, wir müssen diese Kurve dann um die Länge eines Rechenkästchens nach links verschieben. Machen wir das mal. So ungefähr. Das bedeutet jetzt, dass bei diesem gleichgewichtigen Zinssatz der Konsum sinkt. Er liegt also nicht mehr hier bei 20 Einheiten, sondern er fällt hier
auf 15 Einheiten. Das wäre jetzt also das neue Konsumniveau. Wir müssen also jetzt auch die Gesamtnachfragekurve dann nach links verschieben, da der Konsum ja eine Komponente der Gesamtnachfragekurve ist. Wenn der Konsum generell sich um ein Rechenkästchen verringert, dann müssen wir auch die Gesamtnachfragekurve um ein Rechenkästchen verringern, das heißt nach links verschieben. So, das wäre jetzt die neue Gesamtnachfragekurve und wir sehen, dass bei dem alten gleichgewichtigen Zinsniveau jetzt die Nachfrage kleiner ist als das Angebot, also ein Rechenkästchen kleiner ist als das Angebot, sodass sich die Frage stellt, ob hier jetzt eine Nachfragelücke resultiert. Wie wir sehen werden, ist das nicht der Fall. Die Budgetgleichung der Haushalte zeigt uns ja, dass zeitgleich mit dem Rückgang des Konsums die Ersparnisse steigen. Das heißt, wir müssen jetzt also die Sparkurve nach rechts verschieben. Das Kreditangebot steigt um ein Rechenkästchen nach rechts. Lassen wir mal die alten Kurven weg. Jetzt müssen wir also diese Kreditangebotskurve nach rechts verschieben. Mein Rechenkästchen, den Betrag, um den der Konsum gesunken ist. Und jetzt sehen wir, dass der Schnittpunkt mit der Kreditnachfragekurve auf einem niedrigeren Zinsniveau liegt. Das heißt, der Zinssatz sinkt jetzt also. Und bei diesem niedrigeren Zinssatz steigen dann die Investitionsgüter, Kreditnachfrage. Und es steigt auch wieder etwas die Konsumnachfrage. Die ist ja zuerst um ein Rechenkästchen zurückgegangen. Jetzt steigt sie wieder aufgrund des niedrigeren Zinssatzes um ein halbes Rechenkästchen an. Sie bleibt also im Vergleich zur Ausgangssituation immer noch um ein halbes Rechenkästchen reduziert. Aber wir sehen, dass die Investitionsgüternachfrage das ausgleicht. Die ist ja um ein halbes Rechenkästchen gestiegen. Und deshalb haben wir hier in diesem Schnittpunkt mit der Angebotskurve jetzt auch bei diesem Zinsniveau eine Nachfrage, die gerade so groß ist wie das Angebot. Also die Gesamtnachfrage bleibt letztendlich unverändert. Sie schichtet sich nur um, es wird weniger konsumiert und stattdessen etwas mehr investiert. Folglich tritt also am Ende dieses Anpassungsprozesses keine Nachfragelücke auf. Die Wirtschaft befindet sich jetzt wieder in einem allgemeinen Marktgleichgewicht. Die resultierende Reduzierung der Konsumnachfrage, die wir hier ablesen können, wird durch ein höheres Investitionsniveau, das wir hier ablesen können, gerade kompensiert, sodass also die Gesamtnachfrage nach wie vor ausreicht, um das gesamte Güterangebot zu kaufen, sodass wir hier kein Ungleichgewicht am Ende auf dem Gütermarkt haben. Die wirtschaftliche Situation ändert sich also nicht. Trotz des Nachfrageschocks bleibt die Wirtschaft in einem allgemeinen Marktgleichgewicht mit Vollbeschäftigung. Wie wir sehen werden, ist das unter den Annahmen des keynesianischen Modells nicht der Fall. Dort führt ein Nachfrageschock, ein Rückgang der Konsumnachfrage zu einer Rezession mit Arbeitslosigkeit. Im Grunde haben wir im keynesianischen Modell eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann können wir Folgendes festhalten: Wenn die Wirtschaft von einem negativen nachfrageseitigen Schock in Form eines plötzlichen Rückgangs der Konsumnachfrage der privaten Haushalte getroffen wird, führt dies am Ende nicht zu einem Überschussangebot auf dem Gütermarkt. Die Reduzierung des Konsums der privaten Haushalte führt zu mehr Ersparnissen, was einen niedrigeren Zinssatz erzeugt, der dann wiederum zu einem Anstieg der Investitionsnachfrage führt. Dieser Anstieg der Investitionsnachfrage hält die Gesamtnachfrage konstant, sodass
kein Überschussangebot entsteht. Allerdings ergibt sich jetzt eine doch wichtige Bedeutung in der folgenden Produktionsperiode. Da die Investitionen steigen aufgrund des Zinsrückgangs, wird in der nächsten Periode das Kapitalstockwachstum größer sein. Wir kennen ja schon die Gleichung, die Akkumulationsgleichung des Kapitalstocks aus Kapitel 2, wo wir das Solow-Swan-Modell besprochen haben. Der Kapitalstock der folgenden Periode ist gleich dem Kapitalstock der jetzigen Periode plus die Bruttoinvestition minus die Abschreibung der jetzigen Periode. Wenn die Bruttoinvestitionen der jetzigen Periode steigen, weil wir niedrigere Zinsen haben, weil mehr gespart wird, dann bedeutet das, dass in der nächsten Periode der Kapitalstock größer sein wird als ohne diesen Zinsrückgang. Und da der Kapitalstock ein wichtiger Produktionsfaktor bei der Herstellung des Bruttoinlandsproduktes ist, wird aus diesem Grund dann auch das Bruttoinlandsprodukt stärker wachsen. Wenn wir uns die Produktionsfunktion anschauen, dann sehen wir, dass eben ein größerer Kapitalstock auch zu einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes führt. Also, im Grunde passiert das Gegenteil von dem, was die Haushalte erwartet haben. Die Haushalte haben erwartet, dass die Wirtschaftsentwicklung sich verschlechtert. Sie haben deshalb aus Vorsichtsgründen versucht, mehr zu sparen. Und durch diese Ersparnis sinkt der Zinssatz. Es führt zu mehr Investitionen und das führt dann zu mehr Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Also passiert eigentlich das Gegenteil von dem, was die Haushalte erwartet haben. Im keynesianischen Modell ist es umgekehrt. Dort passiert immer das, was die Haushalte erwarten. Dort haben wir sich selbst erfüllende Erwartungen. Wie wir sehen werden, kann das die Wirtschaft instabiler machen. Okay. Also Nachfrageschocks können der neoklassischen Volkswirtschaft nicht viel anhaben, wie wir gesehen haben. Deshalb schauen wir uns jetzt als nächstes Angebotsschocks an, die also gewissermaßen von der anderen Seite auf eine Volkswirtschaft reinprassen können. Wie wir gerade gesehen haben, können nachfrageseitige Schocks unter den Annahmen des neoklassischen Modells keine Konjunkturschwankungen verursachen. Eine Senkung des Zinssatzes wandelt den Rückgang der Konsumnachfrage in einen Anstieg der Investitionsnachfrage um und das kann auch umgekehrt erfolgen. Wie wir sehen werden, sind die Schwachstellen der neoklassischen Volkswirtschaft angebotsseitige Schocks. Angebotsseitige Schocks werden typischerweise durch eine plötzliche Änderung des Angebots von Produktionsfaktoren verursacht. Wir haben bereits in Abschnitt 3.1 die Folgen von Bevölkerungswachstum und einer Erhöhung des Kapitalstocks analysiert. Diese Variablen zeigen jedoch normalerweise keine plötzlichen Sprünge, sondern folgen mehr oder weniger glatten langfristigen Trends. Sprunghafte Veränderungen von Angebotsfaktoren können jedoch vor allem bei Rohstoffpreisen, insbesondere Erdöl, oder bei der Verfügbarkeit von technologischem Wissen, zum Beispiel neuer Erfindungen, erfolgen. Während es bei technologischem Wissen in der Regel nur sprunghaften Fortschritt gibt, können beim Anstieg von Rohstoffpreisen auch negative Angebotsschocks resultieren. Wir werden deshalb im Folgenden die Produktionsfunktion mit einem Produktionsfaktor R ergänzen, der einen Rohstoff, zum Beispiel Erdöl, symbolisiert. Es soll dabei eine normale Produktionsbeziehung zu den anderen Produktionsfaktoren bestehen, so wie das im neoklassischen Modell üblich ist. Also wir haben dann eine Produktionsfunktion, die jetzt neben dem Faktor Arbeit, Kapital auch noch
den Faktor R für natürliche Ressourcen, in dem Fall Erdöl, enthält. Was passiert jetzt, wenn die Erdölpreise steigen, sodass die Unternehmen weniger Erdöl in der Produktion einsetzen? Also dass R2 jetzt kleiner ist als der Rohstoffeinsatz in der Ausgangsperiode. Beginnen wir die Analyse jetzt mit dem Produktionsmodul des neoklassischen Modells, wo wir hier den Arbeitsmarkt haben, hier oben die Produktionsfunktion, das haben wir schon ausführlich besprochen. Eine Reduzierung des Rohstoffeinsatzes verschiebt jetzt zunächst einmal die Produktionsfunktion nach unten. Jeder Einsatzmenge Arbeit können wir weniger Bruttoinlandsprodukte herstellen. So, wenn wir jetzt die ursprüngliche Arbeitseinsatzmenge nehmen, dann sehen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt von Y2 auf Y1 fällt. Das haben wir schon als Primäreffekt bezeichnet. Da wir unterstellen, dass wir eine normale Produktionsbeziehung haben, gibt es also auch Komplementarität zwischen diesem Rohstoff und dem Produktionsfaktor Arbeit, sodass bei einer geringeren Einsatzmenge dieses Rohstoffes die Arbeitsproduktivität sinkt. Das heißt, wir müssen dann die Arbeitsnachfragekurve nach unten verschieben. Und jetzt sehen wir, dass es hier einen neuen Schnittpunkt mit der Arbeitsangebotskurve gibt. Das heißt, es sinkt jetzt die Arbeitseinsatzmenge. Das wird etwas gemildert durch den Rückgang des Reallohns, aber vollständig kann der das nicht ausgleichen, sodass es jetzt also zusätzlich zu dem Rückgang der Einsatzmenge des Rohstoffs auch noch etwas weniger Arbeit gibt, die eingesetzt wird, sodass also das Bruttoinlandsprodukt nochmal ein bisschen sinkt. Das haben wir bisher als Sekundäreffekt bezeichnet. Wir können also den Gesamteffekt auf das Bruttoinlandsprodukt wieder aufteilen in einen Primäreffekt und einen Sekundäreffekt. Insgesamt geht allerdings das Bruttoinlandsprodukt deutlich zurück. Jetzt müssen wir analysieren, wie sich das jetzt auf das Nachfragemodul des neoklassischen Modells auswirkt. Wir beginnen wieder mit der Situation vor dem Schock. Wir haben in dieser Situation ein Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt, bei dem auch der Gütermarkt im Gleichgewicht ist, wie wir wissen. Und jetzt müssen wir einzeichnen, was passiert, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht. Nehmen wir an, dass das Bruttoinlandsprodukt durch diesen negativen Angebotsschock um 2 Rechenkästchen zurückgeht. Dann müssen wir also diese Angebotskurve um 2 Rechenkästchen nach links verschieben. Also auf dieses Niveau hier. Vorher waren wir bei 35, jetzt haben wir 25 Einheiten. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob unter diesen Bedingungen jetzt das Angebot zu klein ist, ob also Überschussnachfrage resultiert. Überschussnachfrage würde dann zu Inflation führen. Wir müssen, bevor wir die Frage beantworten können, jetzt aber noch berücksichtigen, dass das niedrige Bruttoinlandsprodukt zu einem niedrigeren Einkommen bei den Haushalten führt. Das müssen wir noch in dieses Nachfragemodul einbauen. Wir wissen von der Budgetgleichung der Haushalte, dass eine Verringerung der BIP-Produktion das Haushaltseinkommen verringert.
weil die Haushalte niedrigere Löhne und ein geringeres Kapitaleinkommen haben. Das führt dann zu einer Verringerung der Konsumnachfrage und der Ersparnisse der privaten Haushalte. Nehmen wir an, dass die Konsumnachfrage und die Ersparnisse jeweils um die Länge eines Rechenkästchens sinken. Dann müssen wir also die Konsumnachfrage jetzt zunächst mal um die Länge eines Rechenkästchens nach links verschieben. Das ist in der Ausgangslage die Konsumnachfrage und jetzt müssen wir die um ein Rechenkästchen nach links verschieben. Also auf dieses Niveau hier. Und weil der Konsum eine Komponente der Gesamtnachfrage ist, verschiebt sich dann auch die Gesamtnachfragekurve um ein Rechenkästchen nach links. So, das ist jetzt also zunächst mal die Auswirkung des Einkommensrückgangs auf die Konsumnachfrage und die daraus resultierende Gesamtnachfrage. Jetzt müssen wir noch berücksichtigen, dass auch das Sparangebot der Haushalte um ein Rechenkästchen sinkt. Wir müssen dann also die Gesamtkreditangebotskurve ebenfalls um ein Rechenkästchen nach links verschieben. Das ist jedoch noch nicht alles, was wir auf dem Kapitalmarkt verschieben müssen. Wir haben ja die Annahme gemacht, die neoklassische Annahme, dass der Rohstoffeinsatz sich komplementär zu allen anderen Produktionsfaktoren verhält. Und das bedeutet dann eben auch, dass er nicht nur die Produktivität der Arbeit, sondern auch die Produktivität von Maschinen und damit von Investitionsgütern beeinflusst. Wenn wir weniger von einem Produktionsfaktor einsetzen, bedeutet das, dass die Produktivität von Maschinen zurückgeht und deshalb wird jetzt auch die Investitionskreditnachfragekurve zurückgehen. Die müssen wir also auch nach links verschieben. Gehen wir mal davon aus, dass die, damit es relativ übersichtlich bleibt, auch um ein Rechenkästchen sich verschiebt. Die könnte sich auch mehr oder weniger verschieben. Nehmen wir mal ein Rechenkästchen, dann verschiebt sich also die Kreditnachfrage um ein Rechenkästchen nach links und das Kreditangebot, das bedeutet, der Zinssatz bleibt unverändert. Das ist die Vereinfachung, die wir uns damit einhandeln können. Okay, Investitionskreditnachfrage taucht aber auch in der Gesamtgüternachfrage nochmal auf, weil die Investitionskredite für den Kauf von Investitionsgütern verwendet werden. Das bedeutet, wir müssen jetzt die Gesamtgüternachfragekurve auch nochmal nach links verschieben. Und zwar um ein Rechenkästchen natürlich. Dann kriegen wir diese Gesamtnachfragekurve mit der niedrigeren Konsumnachfrage und der niedrigeren Investitionsgüternachfrage. So, jetzt lassen wir die alten Kurven weg, dann wird es wieder etwas übersichtlicher und dann sehen wir, dass jetzt durch den Rückgang der Güternachfrage um insgesamt zwei Rechenkästchen das Güterangebot, das reduzierte Güterangebot genauso groß ist wie die neue Güternachfrage. Wir haben also am Ende dieses Anpassungsprozesses kein Überschussnachfrage, es resultiert also kein Inflationsdruck. Wir haben tatsächlich jetzt eine Güternachfrage, die gerade so groß ist wie das Güterangebot. Und das ist jetzt kein Zufall. Sie erinnern sich, wir haben ja schon das Sayesche Gesetz besprochen. Das ist eine direkte Folge des Sayeschen Gesetzes. Das Sayesche Gesetz bedeutet, dass das Güterangebot, die Produktion über das Einkommen, das dadurch entsteht, sich jeweils die passende Güternachfrage selbst erschafft, sozusagen. Deshalb geht die Güternachfrage bei einem Rückgang des Güterangebotes um genau den Betrag zurück, um den auch das Güterangebot zurückgeht.
Okay, wir kriegen also keine Inflation, aber einen dauerhaften Rückgang des Güterangebotes und des Einkommens in dieser Volkswirtschaft. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, abschließend, dann können wir also sagen, dass Angebotsschocks unter den Annahmen des neoklassischen Modells durchaus gravierende Konjunkturschwankungen auslösen können. Wir hatten jetzt hier einen negativen Angebotsschock. Wir haben den Preis eines Produktionsfaktors steigen lassen. Das hat eine Reduzierung der Einsatzmenge dieses Produktionsfaktors verursacht, sodass zunächst mal der Produktionsoutput unmittelbar gesunken ist. Das haben wir als Primäreffekt bezeichnet. Dann hat dieser Rückgang des Produktionsfaktors, der Einsatzmenge dieses Produktionsfaktors, Rohstoff, die anderen Produktionsfaktoren weniger produktiv gemacht und dadurch kam es zu einem weiteren Rückgang des Produktionsoutputs, also zu einem Sekundäreffekt. Trotz des Rückgangs des Güterangebotes resultiert aber keine Überschussnachfrage, da die niedrigere Produktivität aller Produktionsfaktoren auch zu einem niedrigeren Haushaltseinkommen führt, sodass am Ende der Produktionsrückgang und der Einkommensrückgang übereinstimmen. Das ist letztendlich eine Folge des Sayschen Gesetzes, das im neoklassischen Modell gilt. Es kommt also nicht zu Inflation, aber wie gesagt, zu einer dauerhaften Verschlechterung der Wirtschaftslage mit niedrigerem Einkommen. Was kann die Wirtschaftspolitik des Staates gegen negative Angebotsschocks tun? Also sie kann versuchen, durch eine Verbesserung der Angebotsbedingungen, zum Beispiel eine Reduzierung von Unternehmenssteuern oder eine Verbesserung des Angebotes an Produktionsfaktoren, die direkt vom Staat beeinflusst werden können, also öffentliche Güter zum Beispiel, Infrastruktur oder die Humankapital, Ausstattung der Volkswirtschaft, Qualifikation der Arbeitskräfte. Diese Produktionsfaktoren kann der Staat versuchen zu erhöhen, um den Rückgang des Produktionsfaktors Rohstoff, den wir hier analysiert haben, auszugleichen. Natürlich muss der Staat das dann irgendwie finanzieren, was in der Regel dann auch wieder Folgewirkungen haben wird, die wir jetzt hier aber nicht analysieren können. Es ist also nicht so einfach, so ein negativer Angebotsschock ist schon eine Sache, die eine Volkswirtschaft auch unter neoklassischen Annahmen deutlich trifft. Natürlich kann auch das Umgekehrte eintreten, wenn sich die Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren verbessert, dann resultiert ein positiver Angebotsschock und die Gütermenge, die Güterproduktion und das Einkommen der Haushalte wächst. So viel zu dieser Lektion. In der kommenden Lektion werden wir dann mit Kapitel 4, dem keynesianischen Modell, beginnen.